Ja, so wie wir am Anfang aufgetreten sind, war sicherlich nicht das Gelbe vom Ei, wenn man es so nennen will. Wir waren unsortiert, wir waren nicht so bissig, so torgeil und so auf das Ergebnis, wie die Bielefelder das getan haben. Erste Halbzeit hätten wir schon 2-3-0 hinten liegen können. Klar hatten wir auch 2 Torchancen, aber in der Summe, in der Gesamtsumme geht der Sieg in Ordnung von Bielefeld. Ja, bei Weitem sind sie weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ich hoffe, das ist jetzt auch wieder so. Sie haben noch nicht den Rhythmus gefunden, sie haben sie noch nicht eingespielt. Wenn ich sehe, was da alles auf dem Platz ist, das sind fast ausschließlich Zweitligaspieler, die dort auftreten. Die müssten eigentlich höher stehen. Nicht umsonst haben fast alle oder alle Trainer Wien Wiesbaden vor der Serie als Topfavorit gewettet. Also von daher ist das natürlich eine Enttäuschung, wieder ihr Auftreten. Ich hoffe, das ist am Samstag dann auch noch so. Wir müssen natürlich auch dementsprechend was dazu tun. Wir müssen 100% wieder unsere Leistung abrufen, 100% konzentriert sein, um diesen Gegner zu schlagen. Ja, wenn sie mit 2 Spitzen kommen, ist es ja so, dass sie offensiv spielen. Das liegt uns wahrscheinlich dann mehr, als wenn eine Mannschaft, so wie hier Darmstadt oder so, hinten drin steht, auf Konter spielt. Sie haben alleine von dem Personal her wie in Wiesbaden den Anspruch, auch auswärts gewinnen zu wollen. Ich hoffe, sie machen es hier auch. Wir werden uns sicherlich dementsprechend was einfallen lassen und hoffentlich dann die richtige Taktik finden und die richtige Einstellung. Ja, Ronny ist ja immer noch gesperrt, Grossheit ist immer noch verletzt, also von daher sind im Grunde genommen die 2 etatmäßigen Innenverteidiger fallen ja aus. Klar hat man gemerkt, dass der Slatko eben Probleme hatte, dass er sich dann reingefuchst hat ins Spiel, dann besser geworden ist, aber er macht natürlich auch den Fehler, haut über den Ball. Das ist natürlich ärgerlich, umso ärgerlicher. Trotzdem bin ich der Meinung, hat er danach die Sache ganz ordentlich gemacht und es gibt kein Lamentieren. Wir haben sowieso nicht so viele Möglichkeiten dort jetzt nochmal zu experimentieren. Das ist die ganze Hinserie schon so gewesen, dass wir immer wieder Ausfälle kompensieren mussten, umstellen mussten. Das ist nicht gerade förderlich und von daher kann ich mir vorstellen, dass die Innenverteidigung erstmal so bleiben wird. Ja, ob ich mit einer Spitze spiele, von der taktischen Aufstellung, das muss das Spiel entscheiden. Ich meine, ein Kaufmann ist sehr offensiv ausgerichtet, ein Makarenko offensiv ausgerichtet, ein Strohengel offensiv ausgerichtet. Das sind schon mal 4 Offensive. Dazu dann ein Juskin, der auch offensiv ausgerichtet ist. Also an der Offensive soll es nicht mangeln. Es gehört natürlich ein Mannschafts-Offensivgeist dazu, genauso wie defensiv, dass sie da zusammenarbeiten, dass das harmoniert und dann können wir auch wieder ein gutes Spiel abliefern.